Moin Moin Gear-Tester. Ihr seht es im Hintergrund schon, wir sind bei Dentler auf der IWA angekommen. Dentler hatten wir schon in einem Video von letztem Jahr und es kam immer wieder die Frage, passt das denn auch auf meine Waffe? Und aus diesem Grund sind wir heute hier beim Thomas, der wird uns jetzt mal kurz die wichtigsten Markenwaffen vorstellen, auf die Dentler passt. Genau. Wo sind wir gerade, Thomas? Bei wie viel Stück? Wir sind bei der Grundschiene Basis bei 80 Stück und bei der Grundschiene Basis Vario, die der Felix hier in Händen hält. Das ist die verstellbare. Bei 40 Stück, die ist verstellbar. Ne? Hier vorne haben Sie die Seitenverstellung, hier hinten die Höhenverstellung. Und die wichtigsten Marken sind so, wenn ich mal so kurz ins Prospekt reinschaue, natürlich die deutschen bekannten Marken wie Merkel, wie Blaser, Sauer, Mauser, wie Heim, wie Steel Action haben wir zum Beispiel jetzt auch neu mit aufgenommen. Dann haben wir natürlich die Ausländer mit dabei oder sagen wir die Skandinavier, Tika, Sako, Franzosen sind dabei, Verne, Courant. Natürlich bieten wir auch gerade für die Sportschützen und so weiter und für die AR-15-Nutzer auch eine Grundschiene-Basis wie von Picatinny oder die Basis Vario wie von Picatinny an. Und Spanier haben wir im Programm, Bolgarat zum Beispiel. Nicht zu vergessen unsere Freunde vom Anschütz, die empfehlen das Ganze natürlich auch. Also das sind so die wichtigsten Marken. Hähnel, Jäger 10 haben wir im Angebot. Dann haben wir Unterhebel-Repetierer Marlin 1895. Richtige Exoten dabei, doch. Da sind richtige Exoten dabei, aber die wurden durchaus auch gekauft in Deutschland. Und die Basis Vario, die haben wir natürlich auch aus sagen wir, technischen Gründen noch nicht für alle diese 80 Grundschienen-Basismodelle entwickeln können, weil das einfach technisch auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Und da sind wir natürlich vornehmlich sagen wir, im deutschsprachigen Raum unterwegs mit Heim, mit Sauer, Mauser, Blaser, SM12, also steiermannlicher. Ganz neu haben wir jetzt dann auch die Merkel RX Helix Vario im Programm. Die möchte ich ganz kurz mal auch live und in Farbe zeigen. Ne? Mit Merkel verbinden wahrscheinlich die meisten die Dentler-Montage. Genau, mit Merkel verbinden erstens die meisten die Dentler-Montage. Da haben wir auch ehrlich gesagt über 50% Marktanteil im deutschsprachigen Raum. Da sind wir also die Nummer 1. Und zum 120-jährigen Jubiläum hat sich Merkel natürlich erstens mal die Freude gemacht, dass sie einen super Schaft entwickelt haben. Und wir wollten da nichts nachstehen. Der Kollege Dentler, der hat sich wirklich Mühe gegeben, weil es technisch sehr anspruchsvoll war, hier eine Basis Vario zu entwickeln. Da sehen Sie auch hier die Höhenverstellung und hier vorne die Seitenverstellung. Das heißt, jetzt können Sie wirklich auch diese neue Helix als variables, sag mal, als variabler Repetierer in Ihrem Waffenschrank haben, auf dem Sie eben mit anderen Waffen zusammen Ihre Optiken auf mehreren Waffen nutzen können. Ne? Also ist das Thema Merkel jetzt komplett? Thema Merkel ist komplett. Also die Welt von Merkel ist rund. Sie können oder ihr von Gear-Tester könnt euch eine K3 nehmen, eine Basis drauf machen, eine Helix dazu kaufen, da habt ihr die Vario drauf, dann könnt ihr so eine schöne Leica-Optik zum Beispiel oder wie auch immer, Steiner oder was es auch sonst noch so gibt, einfach aufsetzen. Festmachen und loslegen. Genau, festmachen und dann seid ihr jagdfertig. Ne? Das macht natürlich auch die Helix zum absolut preisattraktiven Premium-Produkt. Ne? Wenn du eine Optik zu Hause hast, dann nutzt du die Optik einfach auf deiner neuen Helix. Du kaufst die Waffe, du kaufst diese Basis Vario. Und brauchst keine weitere Optik mehr. So schaut die Sache aus. Gut. Super. Ich würde sagen, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal die Liste. Jawohl. Mit allen gängigen Waffen, damit wir die jetzt nicht alle runterbeten müssen. Genau, so ist dem Video. Es. Ja, Thomas, dann bleibt es nur noch zu sagen. Danke für deine Zeit. Jawohl, danke auch für und eure Zeit. Tage. Und wir freuen uns auf euch. Bis demnächst.